Wir befinden uns in der Predigtserie, wie überstehe ich einen schlechten Tag? Ich hoffe, du hattest letzte Woche nur gute Tage, aber wenn nicht, wenn du einen hattest oder mehrere, hoffe ich, dass diese Predigtserie dir hilft, mit schlechten Tagen umzugehen. Denn schlechte Tage werden wir erleben, oder? Die kommen unerwartet, die wünschen wir uns nicht, aber sie sind da. Und wir können von Jesus lernen, wir schauen auf ihn. Jesus hatte einen sehr schlechten Tag erlebt. Wir bereiten uns vor auf Karfreitag und auf Ostern. Und Karfreitag ist für uns zwar ein sehr, sehr guter Tag, wenn wir das wirklich annehmen und für uns begreifen und verstehen und wirklich in unser Leben anwenden. Aber für Jesus war das ein richtig mieser Tag, oder? Der schlechteste Tag überhaupt in dieser Weltgeschichte. Und wie er am Kreuz, dort am Kreuz, wo er voll Blut ist und leidet, wie er dort reagiert und was er da noch tut, welche Worte er spricht, davon können wir lernen. Und in Hebräer 12, Vers 2 heißt es nämlich wie folgt: Wie überstehen wir einen schlechten Tag? Der Hebräerbriefschreiber sagt: Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Hebräer 12, Vers 2. Jesus erlebt den schlechtesten Tag. Und letzte Woche haben wir uns darüber unterhalten, oder darüber habe ich gesprochen, dass wir vergeben sollen. Jesus vergibt dort am Kreuz. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir sollen auch vergeben. Heute möchte ich euch eine andere Geschichte vorlesen, und zwar aus Lukas 23, Vers 39 bis 43. Wir wissen, dass Jesus nicht alleine dort auf Golgatha war am Kreuz, sondern er hing zwischen zwei Verbrechern. Und um die Geschichte geht es. Und dort heißt es: Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Das ist ein interessanter Satz, ich möchte noch so einen Nebenaspekt beleuchten. Manche Menschen, denen kann es so dreckig gehen wie eh und je, und sie fürchten Gott trotzdem nicht. Sie kommen trotzdem nicht zu Gott, suchen trotzdem keine Hilfe bei Gott, verspotten Gott trotzdem noch. Das ist einfach so. Manchmal, es ist halt auch eine Wahrheit, wenn es Menschen richtig dreckig geht, wenn es Menschen schlecht geht, dann suchen sie nach Gott. Sie suchen nach Jesus, sie gehen in eine Kirche und wollen etwas empfangen. Viele Menschen tun das. Aber es gibt Menschen, die tun das nicht. Dann sind sie auch da nicht bereit, wenn sie am Ende sind, zu Gott zu kommen. Und dieser eine Verbrecher auch, der andere nicht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist das andere Wort Jesu. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das Prinzip, was wir uns heute anschauen können, was wir von Jesus lernen können, ist: Hilf anderen Menschen. Hilf anderen Menschen, auch wenn es dir schlecht geht. Jesus am Kreuz, er hätte jedes Recht gehabt, sich nur auf sich selbst zu fokussieren, oder? Ich frage mich sowieso, wie das möglich ist, noch einen Gedanken für einen anderen zu verschwenden. Du wurdest vorher gefoltert, im wahrsten Sinne des Wortes. Er wurde verspottet, er wurde verlacht, hing am Kreuz, unerträgliche Schmerzen. Man kann sich das gar nicht reinziehen, was Jesus da durchmacht. Und trotzdem denkt er noch an jemand anderen. Wie ist das möglich? Er hilft noch jemand anderem. Er hilft dem Verbrecher noch, ins Paradies zu kommen. Er hat noch eine Hilfestellung, ein Wort übrig. Wie geht das? Wenn es mir richtig schlecht geht, dann ist das Letzte, was ich tun möchte, einem anderen zu helfen. Warum? Ich bin nicht fähig, ich bin leer, ich bin ausgelaugt, ich kann auch nichts geben. Ich brauche selber Hilfe. Und so sind wir. Wenn es uns dreckig geht, haben wir überhaupt keinen Gedanken für jemand anderen, denn dann geht es nur um uns. Und Jesus, er wird verspottet. Der Verbrecher sagt, es hilft dir doch selbst, wenn du der Messias bist. Aber auch andere Priester und Schriftgelehrte verspotten ihn. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen.
Und Jesus hilft trotzdem. In Johannes, im Johannesevangelium lesen wir noch eine andere Geschichte, wo Jesus sich nochmal um seine Mutter kümmert. Seine Mutter Maria, sie war verwitwet. Und das bedeutete damals, es gab keine Versorgung mehr. Und am Kreuz, wo er leidet, wo er stirbt, denkt er noch an seine Mutter, denkt er an die Zukunft seiner Mutter und sagt zu seinem Jünger Johannes, kümmere dich um meine Mutter, versorg sie. Er hätte ja auch sagen können, okay, jetzt sterbe ich, nach mir die Sintflut. Interessiert mich doch nicht mehr, was die Zukunft bringt. Aber Jesus kümmert sich noch um einen anderen. Er hilft noch jemand anderen. Er hilft dem Verbrecher, ewiges Leben zu bekommen. Und ich möchte dir Mut machen, ich möchte uns allen Mut machen. Du hast etwas zu geben, auch wenn es dir richtig schlecht geht. Das hört sich wahnsinnig an, unvorstellbar, aber du kannst jemandem etwas geben, auch wenn du den schlechtesten Tag deines Lebens erlebst. Und das verändert etwas in der Atmosphäre, das verändert etwas in dir, weil du bist nicht mehr Opfer, der immer an sich denkt, oh, mir geht es so schlecht, ich habe es immer so schlecht, ich kann nichts, ich bin nichts und alles läuft nicht nach Plan, sondern du wirst zum Geber, auch wenn es ein bisschen ist, ich kann etwas geben, ich habe etwas zu geben, ein Wort der Ermutigung, irgendeine Hilfestellung, irgendetwas, ich kann etwas geben. Und das ist das Reich Gottes Gesetz, das ist nicht logisch, so wie viele andere Gesetze auch nicht. Das macht keinen Sinn für uns Menschen, aber bei Gott macht es Sinn. Wenn es dir schlecht geht, kannst du etwas geben. Es setzt ungeahnte Kräfte frei. Es passiert etwas in der geistlichen Welt, weil du fokussierst dich nicht mehr auf dich, sondern dein Fokus ist auf den anderen und du gibst etwas, du hilfst. Und ich habe einen richtig genialen Vers für euch. Also das ist so mein Lieblingsvers dieser Predigt. Markiert ihn euch, lest ihn euch nochmal zu Hause durch, schlagt den nach. Und ich möchte ihn einfach vorlesen. Der steht in Jesaja 58, Vers 10. Und dort heißt es, öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Ist das nicht ein geniales Versprechen von Gott? Oder? Er hilft du jemand anderen und auf einmal wird nicht nur die Dunkelheit in dieser Welt vertrieben, sondern deine Dunkelheit, das, was dich fertig macht, verschwindet. Das ist ein Reich Gottes Prinzip. Denk darüber nach, meditiere über diesen Vers, bete diesen Vers. Stell dich darauf, das ist eine Verheißung Gottes. Was macht dein Leben dunkel? Fang an, jemandem zu helfen, jemandem, der in Not ist. Und das ist auch die beste Seelsorge, die ich als Pastor dir geben kann. Der beste Rat, den ich dir geben kann. Fang an, Menschen zu dienen. Fang an, klar, wir sind auch Bedürftige, versteh mich nicht falsch. Wir haben auch unsere Bedürfnisse und brauchen auch Hilfe und so weiter und so fort. Aber fang an, Menschen zu dienen. Und du wirst merken, wie die Dunkelheit verschwindet. Das Fußballtrainingslager, das ist ja schon bald, ist eine sehr gute Möglichkeit. Menschen unserer Stadt zu dienen, Kindern unserer Stadt zu dienen. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, melde dich an. Du wirst merken, das bringt so viel Freude, wenn du in die strahlenden Augen siehst, in die Kinderherzen anschaust und ihnen zuhörst. Es gibt nichts Besseres. Fang an, einem MGE-Team zu dienen. Irgendetwas beizutragen, eine Kleinigkeit. Es muss nicht viel sein. Aber Jesus hat oder Gott hat gesagt, das vertreibt die Dunkelheit. Und darauf stellen wir uns. Der Satz, hilf dir selbst, so hilft dir Gott, ist einfach nicht wahr. Das ist einfach gelogen. Das stimmt nicht. Gott sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich. Und so wird euch alles andere, was ihr benötigt, hinzugetan werden. Kümmert euch um Menschen und du wirst merken, wie ich dich versorge. Ist doch viel besser, wenn Gott uns hilft, als wenn wir uns selber helfen müssen, oder? Gott möchte sich um dich kümmern. Aber das ist das Prinzip. Hilf anderen Menschen. Und Jesus hat es richtig gut vorgelebt. Und ich möchte euch jetzt so 6 Punkte mitgeben, wie wir Menschen helfen können und was wichtig zu beachten ist, wenn wir Menschen helfen. Und der erste Punkt ist, helfende Menschen sind erfüllt von der Liebe Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Helfende Menschen sind erfüllt von der Liebe Gottes. Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Du kannst Menschen nicht lieb haben, wenn du selber keine Liebe in dir hast. Du kannst Menschen nicht wertschätzen, wenn du dich selber nicht wertschätzt oder keine Wertschätzung in dir hast. Du kannst Menschen nicht mit Gnade begegnen, wenn du selber nicht
ja, Gnade in dir hast, wenn du richtende Gedanken hast. Werde erfüllt von der Liebe Gottes. Und dazu ist eine richtig geniale Geschichte in Lukas 7, habe ich gelesen, über eine Frau, die Prostituierte war und die zu Jesus kommt, zu einem Pharisäer ins Haus. Jesus saß da gerade zu Tisch und sie hat ein kostbares Öl gehabt, Salböl, richtig viel Geld wert. Und sie kommt zu Jesus, unterbricht die ganze Veranstaltung, sie wirft sich zu den Füßen von Jesus, sie weint, ihre Tränen bedecken seine Füße, sie zerbricht ihr Ölgefäß und gießt das kostbare, das wertvolle Öl über Jesu Füßen und drückt somit ihre Wertschätzung aus, ihre Liebe aus. Und alle anderen im Raum können das nicht verstehen. Die Pharisäer, die Religiösen sagen, wie kann das sein? Jesus, wenn du wirklich ein Prophet wärst, dann wüsstest du, dass das eine Prostituierte ist und dann würdest du das gar nicht zulassen, was dich hier macht. Und ein anderer, ich glaube an anderer Stelle sagt Judas, hey, wir hätten das Öl, dieses kostbare Öl verkaufen können und den Armen geben können. Jesus, und sie verschwendet das einfach so. Und Jesus sagt, ihr versteht ein Prinzip nicht. Ihr habt es noch nicht erfasst, um was es Gott eigentlich geht. Und das möchte ich euch jetzt sagen. Und das lesen wir dann in Lukas 7, Vers 47. Jesus sagt, ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Eher so zu verstehen, wer nicht begreift, wie viel ihm vergeben worden ist, der vergibt auch wenig, der liebt auch wenig. Dieser Frau ist viel vergeben worden. Sie hat ein kaputtes Leben und ihr ist alles vergeben worden von Jesus. Und sie bedankt sich bei Jesus, sie schätzt ihn wert, sie liebt ihn durch diese Handlung. Und das ist der Schlüssel, um anderen Menschen zu helfen, auch wenn man einen schlechten Tag hat. Bist du bewegt von der Liebe Gottes? Menschen, die bewegt sind von der Liebe Gottes, die bewegen etwas. Ich sage den Satz nochmal. Menschen, die bewegt sind von der Liebe Gottes, die bewegen etwas. Denen musst du nicht sagen, jetzt komm doch mal, jetzt mach doch mal, jetzt diene doch mal, setze doch mal deine Talente an, steh doch mal von deiner Couch auf, beweg dich doch mal, mach doch mal etwas. Menschen, die begeistert sind und bewegt sind von der Liebe Gottes, von dem, was Jesus getan hat, wie Jesus alle Schuld vergeben hat, die fragen nur, wo kann ich dienen, was kann ich tun, wie kann ich helfen? Ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Gott. Ich möchte alles für dich geben, alles für dich. Nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Also helfende Menschen sind erfüllt von der Liebe Gottes. Das zweite ist, helfende Menschen geben ihre Erfahrungen weiter oder ihre Lebenserfahrungen weiter. Menschen sehnen sich nicht nach Besserwissern, oder? Nach Menschen, die alles besser wissen oder die Superhelden des Glaubens sind. Sondern Menschen sehnen sich nach Menschen, die empathisch sind. Das bedeutet Menschen, die zuhören können, die mitfühlen, die mitleiden und die einfach dabei sind, die ermutigen und nicht die alle, die 1000 Bibelverse auf Lager haben und einen nach dem anderen zitieren. Bibelverse, ich liebe Gottes Wort und ich liebe Bibelverse, das wisst ihr ja auch, aber manchmal ist das nur Besserwisserei und nicht Empathie. Und Menschen sehnen sich einfach danach, dass jemand da ist für einen. Und vielleicht denkst du, okay, Gott kann mich nicht gebrauchen. Da sind so viele Scherben, da ist so viel kaputt gegangen in meinem Leben. Gott kann nichts daraus machen. Ich bin völlig unbrauchbar. Und genau das Gegenteil ist die Wahrheit. Das Gegenteil, und zwar, Gott möchte deine Scherben nehmen und möchte etwas Schönes daraus machen. Er möchte deine Scherben gebrauchen, um anderen Menschen zu dienen. Paulus, er sagt das nämlich so in 2. Korinther 1, Vers 3 bis 4. Er sagt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt. Eine wunderschöne Beschreibung über Gott. Und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb, jetzt passt auf, und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen,
die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Hier sehen wir wieder das Prinzip. Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Aber ich bin sicher, du hast schon etwas bekommen von Gott. Du kannst dich an Lebenssituationen erinnern, wo Gott dich ermutigt hat, wo Gott dich aufgebaut hat, wo Gott dir einfach zu dir gesprochen hat. Wo er mit seiner Gnade, mit seiner Liebe gekommen ist. Wo er dich getröstet hat. Und Paulus sagt, Gott ist so ein Gott. Er erbarmt sich über uns. Er hilft uns. Er wendet sich uns zu. Aber du sollst es nicht für dich behalten. Jetzt kannst du das, was du selbst erlebt hast, weitergeben. Die Not, wo Gott dich hindurchgetragen hat, da kannst du jetzt Menschen finden, die dieselbe Not durchmachen und ihnen helfen. Sie einfach wertschätzen, sie ermutigen und sagen, hey, Gott ist ein Tröster und Ermutiger. Ja, wie kannst du dann andere trösten? Vielleicht hat Gott deine Ehe gerettet, hat sie geheilt. Vielleicht hat Gott dich von Angst und Sorgen befreit, von Dunkelheit befreit. Vielleicht hat er dir geholfen, anderen zu vergeben und eine Vergangenheit zu bewältigen. Vielleicht hat er dich durch eine finanzielle Krise getragen und dir geholfen. Vielleicht hat er dir geholfen, deine Süchte loszuwerden. Menschen brauchen das. Vielleicht hat er dir geholfen, deine Bestimmung zu entdecken. Wofür lebst du? Vielleicht hat Gott dir das gezeigt. Da kannst du anderen Menschen helfen. Du hast etwas erfahren und kannst es weitergeben. Aber im Umkehrschluss heißt das nicht, dass wir nicht für andere da sein können, wenn wir nicht dasselbe durchgemacht haben. Ich habe viele Dinge, die ihr durchgemacht habt, noch nicht durchgemacht. Und ich wünsche mir das auch nicht unbedingt. Ich bete zu Gott, dass ich das nicht unbedingt durchmachen muss. Aber trotzdem kann ich für euch da sein, oder? Trotzdem kann ich dich ermutigen, kann ich dich unterstützen, kann ich für dich beten. Und genauso kannst du das auch. Sei ein Ermutiger, sei ein Tröster, kein Besserwisser. Also, helfende Menschen sind erfüllt von der Liebe Gottes und helfende Menschen geben ihre Erfahrungen weiter. Das dritte ist, helfende Menschen begleiten Menschen. Und das sehen wir so schön bei Jesus. Jesus sagt zu dem Verbrecher am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus sagt nicht, du gehst alleine und ich lasse dich allein, sondern du wirst mit mir. Ich gehe mit dir zusammen dorthin. Und das ist das Schöne an Jesus. Jesus ist nicht nur der Weg zu Gott, nicht nur der Weg zum Vater, sondern er ist auch der Begleiter auf diesem Weg dorthin. Er will dich begleiten, er will dich unterstützen. Und wisst ihr, Einsamkeit ist ein riesengroßes Problem unserer Gesellschaft. Es gibt kaum gesunde Freundschaften, authentische Freundschaften, so wenig heile Familien, wo Geborgenheit ist, wo ein Zuhause ist. Und Menschen sehnen sich eigentlich nach Menschen. Menschen sehnen sich Beziehungen, aber Beziehungen sind schwer, echte, authentische Beziehungen sind schwer zu installieren, oder? Weil um richtig gute Beziehungen zu haben, muss man authentisch sein, muss man verbindlich sein. Und das wollen wir dann auch nicht, dann flüchten wir davon. Aber eigentlich sehnen sich Menschen nach Freundschaft, nach Familie. Und für viele Menschen ist die Gemeinde die einzige Familie oder die einzige gute Familie, die sie kennenlernen werden. Und deswegen bin ich so dankbar, dass Jesus seine Kirche baut. Dass Jesus Kirche gegründet hat. Dass Jesus uns hier erdacht hat. Das ist ja sein Werk. Er hat das gemacht, dass es die MGE Peine gibt. Jesus hat sich das überlegt. Und er beschützt die Gemeinde. Er ist für die Gemeinde da. Er baut sie. Menschen sehnen sich nach Beziehungen. Und Kirche ist eine geniale Erfindung. Und mein Gebet ist so sehr, dass Menschen hier ihr Zuhause finden, dass sie hier eine Familie finden, dass sie hier Unterstützung finden, Gebet finden, dass sie hier Gottes Wort hören und ermutigt werden. Deswegen sind Kleingruppen auch so eine richtig geniale Erfindung. Ich meine, wir haben so viele Kleingruppen hier in der MGE. Verschiedenste Art von Kleingruppen. Bibelgesprächskreis, Gebetskleingruppe, Kleingruppe für Frauen, für Kinder oder für Babys, für ja, zig Themen, eine Kochkleingruppe, eine Chorkleingruppe, ihr könnt das alles nachlesen. Aber wisst ihr, das ist nicht der Zweck der Kleingruppen. Oder eine Spielkleingruppe, verschiedene Arten, das ist nicht der Zweck. Der Zweck ist,
Und mein Gebet ist, unser Gebet ist, dass du Freunde findest, dass du Familie findest, die dich durchs Leben begleiten. Die, wenn es mal hart auf hart kommt, dass ihr füreinander da sein könnt, füreinander betet, einander unterstützt, einander helft. Dafür sind Kleingruppen da. Das andere ist auch wichtig, das macht ja Spaß, wenn man was dazulernt und irgendein Thema hat, wenn man einen Grund hat, warum man sich treffen sollte. Genau. Aber der eigentliche Zweck ist, finde Familie. Genau, helfende Menschen begleiten Menschen. Deswegen möchte ich dir ans Herz legen, investiere dich in Beziehungen. Bau Freundschaften aus, finde Menschen, sei Teil einer Kleingruppe, lade Menschen zu dir nach Hause ein, hab Gemeinschaft mit Menschen, rede mit Menschen. Weil helfende Menschen begleiten Menschen. Der dritte Punkt, der vierte Punkt, helfende Menschen geben Sicherheit, Orientierung. Wir leben in einer unsicheren Welt, so kann ich das ja mal nennen, politisch unsicher. Christliche Werte werden immer weniger, werden eigentlich auch mit Füßen getreten. Unsere Moral, unser moralischer Standard geht auch zurück. Wir beobachten das ja alles. Und manchmal macht man sich schon so Sorgen, oder? Also ich mache mir Sorgen als Vater von zwei kleinen Kindern, die auch mal zur Schule gehen werden. Ja, was werden die dort erleben? Was werden die dort lernen? Was wird ihnen dort beigebracht werden? Welche Werte werden vermittelt? In welcher Welt wachsen sie eigentlich auf? Und was ist in 10 Jahren? Und man macht sich Sorgen einfach. Einfach Gedanken, was wird aus unserer Welt, wenn es so weitergeht? Wenn alles relativ egal ist, wenn jeder so seine Weltanschauung zurechtbasteln kann, wer gibt da noch Orientierung, wer Sicherheit? Das ist nicht zu finden. Und ich finde es immer so ermutigend, wenn ich mal mit meinen Eltern so spreche. Meine Eltern sind in Kasachstan aufgewachsen oder in der ehemaligen Sowjetunion und dort war der Kommunismus oder herrschte der Kommunismus. Und manchmal, und da rede ich dann so mit meinem Vater, ich meine, wäre doch schön, ey, wenn es mehr christliche Schulen gibt. Bestimmt wäre das gut, ne? Da könnte man die Kinder dorthin schicken, christliche Lehrer und alles wäre so schön bewahrt und so. Und er sagt dann immer zu mir, ja, wäre gut, aber was soll ich denn sagen oder was sollen wir denn sagen? Wir sind in einem kommunistischen Land aufgewachsen. Dort gab es keine Freiheit. Dort wurde den Kindern von Anfang an, von klein auf eingetrichtert, Lenin ist der Größte. Gott gibt es nicht. Wie willst du da leben? Oder Kirche war nicht in Freiheit. Die haben sich meistens in Häusern versammelt. Hauskirchen hatten sie damals. Viele Pastoren, viele Leiter sind verhaftet worden, mussten ins Gefängnis. Die Kinder wurden ausgelacht, waren Außenseiter. Zudem waren sie noch Deutsche, Faschisten dann, ne, und waren dann an der Grenze. Wie wächst man in so einer Welt auf? Was können Eltern tun, was kann Gemeinde tun in so einer Orientierungslosigkeit, in so einem Werteverfall, wo es überhaupt keine christlichen Werte gibt? Und mein Vater hat eine große Familie, er hat 9 Geschwister, meine Mutter auch, die hat 10 Geschwister und alle folgen Jesus nach. Ist nicht alles perfekt, aber alle folgen Jesus nach. Alle haben eine Entscheidung für Jesus getroffen. Wie macht man das? Wie funktioniert das in so einer Welt? Es funktioniert damit, mit dem Wort Gottes und auf den Knien im Gebet. Und anders geht das nicht. Mit dem Wort Gottes, weil Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Sein Wort bleibt und wird sich niemals verändern. Und wir beten, dass Gott uns hilft. Dass Gott mit unseren Kindern ist, mit unseren Enkeln ist, mit uns ist. Egal, was in dieser Welt passiert. Es kann kommen, was wolle. Gott wird gewinnen. Gott wird siegen. Amen. Wir vertrauen ihm. Und ich möchte auch so ein Stück weit Angst nehmen davor, vor der Zukunft, weil manchmal könnte man das haben, wenn man so die Nachrichten anschaut. Wir brauchen keine Angst haben. Jesus ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Und diese Orientierung, diese Sicherheit, dazu bist du berufen, es anderen weiterzugeben. Selbst sicher zu werden in Gott, in Christus, aber es auch anderen weiterzugeben. Sagen, hey, bau dein Leben auf das Wort Gottes. Bau dein Leben auf Gebet. Darum geht es. Das ist der entscheidende Faktor. Und Jesus hat uns nie verheißen, dass wir fröhlich durch diese Welt kommen. Nein, er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst und es wird Verfolgung kommen. Also es wird nicht besser werden. Damit können wir rechnen. Es wird nicht besser werden. Aber trotzdem brauchen wir keine Angst haben. Helfende Menschen geben Sicherheit. Der 5. Punkt und vorletzte, helfende Menschen bringen Menschen mit Jesus in Kontakt.
egal welche Bedürfnisse du hast, egal welche Bedürfnisse Menschen haben, im Kern brauchen wir Jesus. Ihn brauchen wir. Er ist die Antwort auf alle Fragen. Welche Fragen hast du? Komm zu Jesus damit. Er möchte dir helfen. Er möchte dir begegnen. Und sei gleichzeitig jemand, der andere Menschen zu Jesus führt. Im Kern brauchen wir Jesus, weil er ist der Einzige, der uns versteht und der uns helfen kann. Unsere Augen sollen ausgerichtet sein auf Jesus. Du brauchst Jesus. Ich brauche Jesus. Die Menschen brauchen Jesus. Dein Nachbar braucht Jesus. Dein Kollege braucht Jesus. Deine Freunde brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus. Sei jemand, der Menschen mit Jesus in Kontakt bringt. Wir haben bald den Ostergottesdienst am 1. und Karfreitagsgottesdienst. Ist schon bald ein paar Wochen. Wen wirst du einladen? Wen wirst du mit Jesus in Kontakt bringen? Wir haben noch zig Flyer dort. Nimm welche mit. Und sei jemand, der Menschen einlädt. Bete für Menschen, die ihn noch nicht kennen. Mach dir eine Top-5-Liste mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die ihr Leben Jesus noch nicht gegeben haben. Und fang an, für diese Menschen zu beten. Weil helfende Menschen bringen Menschen mit Jesus in Kontakt. Okay? Und dann der 6. und letzte Punkt. Helfende Menschen ermutigen Menschen mit der Zukunft. So, was meine ich damit? Ich mag Peine wirklich. Du auch? Ich finde Peine super. Jetzt haben wir sogar ein neues Spiel, einen neuen Spielwarenladen hier. Ne? Können neue Spielzeuge kaufen. Richtig gut. Wenigstens etwas. Bei all den Macken, die wir haben, bei all dem, was nicht richtig läuft, lebe ich hier sehr, sehr gerne. Aber soll ich dir was sagen? Der Himmel ist 1000-mal besser. Oder? Hoffentlich. Hoffentlich. Also den Himmel stelle ich mir noch anders vor als Peine. Und der Himmel ist unsere Hoffnung. Die Ewigkeit ist unsere Hoffnung. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Die Ewigkeit, darauf schauen wir, dahin bewegen wir uns. Das ist der Weg dorthin. Und unser Leben wird immer herausfordernd sein. Wir werden immer mit Ängsten zu tun haben. Wir werden immer mit Krankheit zu tun haben. Mit Unvergebenheit, mit Nöten, mit all dem Krams, der uns auf uns einschlägt. Aber wir dürfen Hoffnung haben in all dem. Weil unsere Hoffnung ist hier nicht diese Welt, sondern die Ewigkeit, der Himmel. Und damit können wir andere Menschen trösten, nicht vertrösten. Hier, schau auf die Ewigkeit und jetzt kommen sie zu, wie du klarkommst. Nein, wir helfen, wir sind füreinander da. Aber wir sagen ihnen immer, du brauchst Jesus, aber schau auf die Ewigkeit. Das Beste kommt noch. Kennt ihr den Film, Das Beste kommt zum Schluss? Richtig guter Film, Das Beste kommt zum Schluss. Darauf kannst du dich freuen. Und Jesus, er hat das auch so gemacht. Er ermutigt den Verbrecher am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Im Paradies. Paradies ist bedeutet eigentlich ein ummauerter Garten, wo es viele Köstlichkeiten gibt. Also Urlaub pur. Ne? Teneriffa, Mallorca, Malediven, nur 1000-mal schöner. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir in der Ewigkeit sein. Heute noch wirst du mit mir an einem anderen Ort sein. Die Qualen werden jetzt leider nicht aufhören, da musst du noch durch. Aber dann erwartet dich etwas Großartiges, eine großartige Zukunft. Auch anders hat es Jesus gemacht. In Johannes 14, Vers 1 bis 2. Und dort sagt er, euer Herz erschrecke nicht. Also unser Herz kann manchmal erschreckt sein. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Habt keine Angst, erschreckt euch nicht. Ich bereite euch etwas Großartiges vor. Jesus hat das immer gemacht. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr zwar Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Selbst die Heilungen und die Wunder, die Jesus getan hat, die sind immer ein Zeichen auf das, was kommen wird. So wird es sein. Im Himmel gibt es keine, so haben wir es eben gesungen, gibt es keine Trauer, kein Leid, keine Krankheit. Im Himmel ist vollständige Heilung. All das weist darauf hin. Paulus, er ermutigt uns auch. Er sagt in Titus 2, Vers 13, seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Bist du voll Sehnsucht nach der Ewigkeit, nach dem, was kommen wird?
Paulus sagt, seine Gnade führt dazu. Lass dich neu beschenken von der Liebe Gottes, von seiner Gnade, dass die Sehnsucht in dir groß wird. Er wird mich auch weiterhin vor jedem feindlichen Angriff retten und wird mich bewahren, bis ich in seinem himmlischen Reich bin. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Hier sehen wir das auch. Gottes Gnade und seine Hilfe wird mir schon hier auf dieser Erde zuteil. Ich darf mit ihm hier auf dieser Erde rechnen, aber das ist nicht alles. Das himmlische Reich wartet noch. Und in dieser Spannung leben wir Christen. Wir leben in einer Welt, wo wir Angst haben können, aber nicht Angst haben sollten, sondern wir vertrauen auf Jesus und wir schauen auf ihn. Und damit können wir trösten. Also für mich ist es ein Riesentrost, wenn ich daran denke. Egal, was kommt. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal einen Predigtpunkt von letzter Woche vertiefen. Ich habe letzte Woche auch so ein bisschen über die Ewigkeit gesprochen, über das Gericht Gottes habe ich gesprochen, im Zusammenhang von Vergebung. Wir können vergeben, weil Gott gerecht richten wird, habe ich gesagt. Wer da war, kann sich vielleicht erinnern, wer es nachgehört hat. Gott wird kein Auge zudrücken, alles kommt auf den Tisch und er wird gerecht richten und er wird sein Urteil sprechen für all die Ungerechtigkeit, die herrscht. Aber da, und dann habe ich erzählt, dass auch wir Gläubigen gerichtet werden. Ne? Wir alle werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und ich habe das dann so erzählt und habe gesagt, ja, wie wird es denn wohl sein? Gott wird dann mein Leben reflektieren, auch all das nicht so Gute. Und wird sagen, okay, da ist das passiert, da hast du gelogen, da hast du das gemacht. Aber Jesus Christus wird vergeben. Durch ihn ist mir vergeben worden. Genau, aber durch diese Aussage habe ich manchen die Freude auf die Ewigkeit so ein bisschen gemindert, habe ich festgestellt, weil manche haben mich angesprochen. Deswegen will ich das nochmal vertiefen und nochmal klarstellen. Wie? Ich dachte, Gott hat mir alles vergeben und jetzt stehe ich vor Gericht und jetzt kommt nochmal alles auf den Tisch. Boah, nee, dann will ich noch so lange leben, wie es geht. Ne? Weil das ist ja richtig, davon will ich nichts mehr hören, das ist so peinlich. Und wenn das noch jeder hört und sieht, boah, dann muss ich mich ja richtig schämen. Ich dachte, Gott vergisst alles, so nach dem Motto. Okay, und ich möchte euch jetzt erklären, warum ich das so gesagt habe, wie ich es gesagt habe. Denn es gibt nämlich mehrere Theorien dazu. Ich habe euch nur eine vorgestellt, ich möchte euch aber jetzt zwei vorstellen. Und so ein bisschen, ja, eure Hoffnung und eure Freude auf die Ewigkeit so ein bisschen vermehren. Dass ihr heute nach Hause geht und sagt, ja, ich freue mich auf diesen Tag. Okay, seid ihr dabei? Okay, und zwar lesen wir von diesem letzten Tag in Offenbarung 21, Vers 12, Offenbarung 20, Vers 27. Dort wird geschrieben, wie es so sein wird, wenn alles zu Ende ist und wenn Gott Gericht halten wird. Und dort lesen wir, ich sah die Toten vor dem Thron stehen. Vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hat. Also dein Leben ist komplett aufgezeichnet, ob per Video oder per Schrift, Handschrift weiß man nicht. Aber auf jeden Fall gibt es ein Buch, wo alles drin steht. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seine Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das ist ein viel, viel besseres Buch, denn da steht nämlich drin, ob du bei Jesus bist oder nicht. Oder steht nur drin, ob du bei Jesus bist. Alle, die nicht da drin stehen, sind automatisch nicht bei ihm. Dann Offenbarung 20, Vers 27, aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Warum? Weil Gott gerecht ist, weil er heilig ist. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineintreten. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Das ist das gleiche Buch, das Lebensbuch. Wenn du da eingetragen bist, bist du bei Jesus, wirst du bei ihm sein. Und ich hatte letzte Woche gesagt, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. 2. Korinther 5, Vers 10. Und dieser Richterstuhl, das Wort Richterstuhl, bedeutet einfach, oder das müsst ihr euch so vorstellen, wie ein Gerichtssaal, wo der Richter zu jedem Anklagepunkt sein Urteil verkündet. Und für uns Gläubigen wird das dann halt so sein, in dem Anklagepunkt nicht schuldig, in dem Anklagepunkt nicht schuldig, in dem Anklagepunkt nicht schuldig, nicht schuldig. Nicht. Bei mir ist die Liste ziemlich lang, die wird ziemlich, ziemlich lang sein, glaube ich. Und in allen Anklagepunkten nicht schuldig.
Warum so oder warum habe ich das so gesagt? Damit Gottes Gerechtigkeit Genüge getan wird. Damit jeder hört, wie gerecht Gott ist, dass er nicht alles unter den Teppich kehrt, sondern es muss ein Urteil gefällt werden. Und weil ich zu Jesus gehöre, ist keine Verdammnis für mich und für dich auch nicht. Für alle, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Römer 8, Vers 1. Und damit seiner Gerechtigkeit Genüge getan wird, wird alles vorgelesen und nicht schuldig, nicht schuldig, nicht schuldig, nicht schuldig. Und dann komme ich in den Himmel und jeder, der im Himmel ist, weiß, hier ist nichts Unreines. Es ist alles perfekt. Und natürlich werden die guten Taten auch belohnt werden. Also es geht Gott nicht darum, uns zu blamieren oder damit wir peinlich berührt sind, sondern damit seine Gerechtigkeit und seine Gnade groß wird. Letztendlich ist das Gericht für uns Gläubigen ein Gnadenfest. Dann wird erstmal sichtbar, wie viel Gott uns vergeben hat durch Jesus Christus und wie gnädig er ist. Okay, das ist die erste Theorie. Die zweite ist, alle kommen vor Gericht, aber Gott erinnert nicht mehr an die Sünde. Warum? Weil in Micha 7, Vers 19 drin steht, denn Gott hat die Sünden in die Tiefe des Meeres geworfen. Und in Jesaja 43, Vers 25, Hebräer 8, Vers 12, er will nicht mehr unserer Sünden gedenken. Und weil Gott das nicht mehr tut, kommt es auch nicht mehr auf den Tisch, weil hier steht es geschrieben. Vor Gericht wird nur das Lob Gottes uns zuteil werden. Alle guten Werke, die wir getan haben, werden offenbar und Gott wird uns den Lohn dafür geben. Wie dem auch sei, ich habe keine Angst vor der Ewigkeit. Ich kann mit beiden Auslegungen was anfangen. Weil, wisst ihr warum? Weil es geht letztendlich nicht um mich und nicht um dich. Der Gerichtstag ist nicht so sehr für dich und für mich. Der Gerichtstag ist zur Ehre Gottes, zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Denn alle werden Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit sehen. Alle werden seine Gnade sehen, wie barmherzig er doch ist. Und alle werden danach, wenn es vorbei ist, ihre Knie beugen und Jesus Christus als Herrn bekennen. Und darauf freue ich mich. Es geht um Jesus Christus. Klar, wenn es um mich geht, oh, dann bin ich peinlich berührt und dann ist das und jenes. Aber letztendlich wird es keine Rolle spielen. Aber ich kann mit beiden was anfangen. Gott erinnert nicht mehr an die Sünde. Ich habe keine Angst, weil in Christus Jesus gibt es keine Verdammnis. Und ich kann froh und glücklich darüber sein, dass der Tag kommen wird. Amen. Es gibt uns Trost und Zuversicht, wenn wir sein Ziel vor Augen haben. Freu dich auf diesen Tag. Das ist nämlich deine eigentliche Bestimmung. Und damit kannst du andere Menschen trösten. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Sei erfüllt von der Liebe Gottes, wenn du helfen möchtest. Lass dich erfüllen, lass dich neu bewegen, lass dich neu begeistern. Gib deine Lebenserfahrung weiter. Gott macht aus deinen Scherben etwas Schönes. Und er möchte, dass du andere tröstest und hilfst. Begleite Menschen und lebe in Beziehungen. Investiere bewusst in Beziehungen. Lass es nicht auf dich zukommen. Gib Menschen Sicherheit und Orientierung. Sag, hey, bau dein Leben auf Gottes Wort. Bau dein Leben auf Gebet. Das zählt am Ende des Tages. Bring Menschen mit Jesus in Kontakt, lade sie ein und ermutige mit der Ewigkeit. Willst du ein helfender Mensch sein? Willst du helfen? Ich glaube, wir haben genug, um umzusetzen, oder? Ich auch. Ist auch eine Predigt für mich. Lass uns zusammen beten und lass uns Gott um Hilfe suchen, dass er uns hilft. Herr Jesus, ich danke dir für deine Treue. Ich danke dir, dass wir so viel von dir lernen können. Herr, wir wollen auch heute Morgen unsere Augen ausgerichtet halten auf dich, auf dein Kreuz, auf das, was du getan hast. Schau auf Jesus jetzt in diesem Moment. Schau auf sein Kreuz. Und bitte ihn, dass er dich neu berührt damit. Dass das Kreuz, das, was er dort vollbracht hat, etwas Besonderes ist. Dass sein Kreuz dich motiviert, die gute Nacht. Dass dir ganz klar vor Augen ist, wie lieb er dich hat. Dass du wie diese Frau weißt, dass dir viel vergeben worden ist. Und ich möchte gerne für dich bitten, wer ist hier beten? Wer ist hier, der sagt, ja, ich möchte neu bewegt werden von der Liebe Gottes? Streck mal gerade deine Hand aus, ich möchte für dich beten. Wer sagt, ja, ich möchte neu bewegt werden von der Liebe Gottes? Sei mutig.
Dankeschön. Jesus, komm mit deinem Geist und berühre uns neu. Entfache ein neues Feuer in uns. Eine neue Leidenschaft für dich und dein Reich. Herr, wir wollen täglich neu gefüllt werden von deiner Liebe. Begegne uns, Herr. Und vielleicht bist du hier und du hast noch keine, oder du weißt noch nicht, und ich möchte es so radikal ausdrücken, weil das wirklich wichtig ist, du weißt noch nicht, wie dein Urteil lauten wird. Du weißt noch nicht, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst, wenn du nicht mehr bist. Der Tod kommt ja gewiss, der ist unsicher. Nichts ist sicherer als der Tod. Und wenn du jetzt mal ehrlich reflektierst, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Steht dein Name auch in diesem Lebensbuch? Jesus hat seinen Füller schon in der Hand. Er möchte deinen Namen reinschreiben. Und du kommst ganz einfach in dieses Buch, indem du seinen Namen bekennst, an ihn glaubst, ihn anrufst und bittest. Herr, komm in mein Leben. Vergib mir all meine Schuld. Ich möchte zu dir gehören. Und Jesus trägt den Namen ein. Und wenn du noch nicht weißt, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst, dann möchte ich dir heute Morgen dieses Angebot machen. Sag Ja zu Jesus. Er hat schon Ja zu dir gesagt. Wer ist hier, der das möchte? Streck gerade deine Hand aus. Ich möchte für dich beten und dir helfen in diesem Prozess. Wer sagt, ich möchte zu Jesus gehören. Ich möchte die Ewigkeit bei ihm verbringen. Streck gerade deine Hand aus. Ja. Danke, Jesus, dass du sanftmütig bist, dass du barmherzig bist. Und dass du gerne vergibst und dass wir vollkommene Ruhe in dir finden können. Danke, dass du unser Retter bist, unser Herr, unser Befreier. Dir wollen wir nachfolgen und dir wollen wir dienen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.